Hi, grüßt euch. Wie einige schon von euch wissen, fahre ich demnächst in ein Wintercamp. Wir hoffen noch auf etwas strengere Temperaturen, aber im Großen und Ganzen sieht es eher nach einer Schlammschlacht aus, aber abwarten. In dem Video wollte ich euch zeigen, was ich in meinem Rucksack alles dafür mitnehme, beziehungsweise was ich alles dran schnalle. So, dann wollen wir mal. Das ist der britische Kampfrucksack. 110 Liter Volumen meines Wissens jetzt noch. Wovon 2x10 Liter hier in die Seitentaschen reingehen. So, gebraucht gekauft, soweit eigentlich gut in Schuss. Was ich noch nur dran verändert habe, ja, es ist eigentlich nicht viel. Ich habe hier mir noch so ein Netz dran gemacht. Das ist eigentlich ein Gepäcknetz für das Fahrrad. Das kann man hier wunderbar in den seitlichen Mollenschlaufen einhängen. Dann habe ich hier noch mit Karabinerhaken eine Trinkblase angesetzt. Das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Die Seitentaschen sind nicht die originalen, die waren aber trotzdem dabei. Hier oben Kompressionssack mit drauf. Was ich drin habe, zeige ich euch jetzt. Dann wollen wir mal anfangen. Das Gewicht habe ich bis jetzt noch gar nicht gemessen, betraue ich mich auch gar nicht. Auf jeden Fall ist es nicht besonders leicht. Die Trinkblase, die ich übrigens auch extra zu einem Rucksack umfunktionieren kann, zu einem Trinkrucksack. Und dann kann ich hier an der Seite, ist ein Reißverschluss. Durch diesen Reißverschluss hier an der Seite habe ich Zugriff direkt auf die Blase. Ich kann aber auch noch ein paar Kleinigkeiten, wenn die Blase voll ist, mit hineinstecken. So, das Gepäcknetz. Kann man hier wunderbar so einhängen. Und sag ich mal, wenn man jetzt mal eine Jacke anhat, die man beim Marschieren, wo es einem zu warm wird, kann man dann einfach mal hier mit reinstopfen. Finde ich sehr praktisch, die Idee. So. Womit machen wir jetzt am besten weiter? Kleine Tasche vorne. Da habe ich jetzt erstmal ein Messer reingepackt, weil das wollte ich nicht unbedingt am Mann tragen. Muss ja nicht jeder sehen. Ein bisschen Paracord, ein Notizbuch, ganz wichtig, Nähset. Falls mal was Knopf abreißt oder sowas, kann nicht schaden. So, dann habe ich hier noch eine kleine Dose zum Feuermachmaterial, also Zündermaterial, mit, na, wo haben wir ihn denn? Einen kleinen Schaber aus einem alten Sägeblatt. Irgendwo hier drin hatte ich noch einen kleinen Feuerstock. Hier. Ein kleiner Feuerstahl. Ein Stück Sägeblatt. Naja, muss ich noch ein bisschen üben. Also, Zunder machen. Ein kleines Geschenk, was ich bekommen habe. Wollte ich auch mal ausprobieren. Und für den schnellen Zugriff ein paar Heringe fürs Tarp. So, das war das.
Jetzt kommen wir zur ersten Außentasche. Nehmen wir am besten gleich die hier. Da habe ich drin Winterarbeitshandschuhe. Die halten ordentlich warm und ja, halten auch was aus. Ja, ein Halstuch. Also praktischer geht's nicht. Ganz wichtig, Erste-Hilfe-Set. Das habe ich noch ein bisschen erweitert. Eine Nässe-Schutzhose. Und die passende Jacke dazu. Ist nicht nur gut gegen Nässe, auch gegen Wind, weil die Klamotten, die ich habe, die sind soweit modular aufgebaut. Ein bisschen Spiritus noch, weil ich habe vor, meinen Spirituskocher mitzunehmen. So, das war dann die Tasche. Jetzt geht's weiter auf der anderen Seite. Mein Becher mit dem super praktischen Deckel. Das BWF Kochgeschirr, wobei ich sagen muss, ich glaube, das tausche ich noch aus gegen einen Aluteller mit Griff. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Und ich nehme mir immer noch einen Wasserkessel mit. Der hat den riesen Vorteil, dass man unheimlich Energie spart beim Kochen. Beziehungsweise wenn man sich jetzt einen Tee kocht oder einen Kaffee kochen möchte. So, und das war auch schon die Seite. In diese Seite kommen dann auch noch Verpflegungen rein. Die zeige ich euch zum Schluss nochmal. Und ja. Was Getränke angeht, die kommen dann mit ins Hauptfach, weil die halt recht schwer sind. Und drauf hier in den Kompressionssack habe ich auch noch ein paar Sachen drin, die ich, sage ich mal, als relativ wetterunempfindlich ja, gradiere. Das ist unter anderem mein Zelt, das ist das Recon von Miltec, ist jetzt 3 Jahre alt, hat schon ja, nicht ganz so viele Einsätze miterlebt, aber ist schon ganz okay für, zum Schlafen. Und falls das Wetter richtig schlecht wird, mit richtig viel Regen, habe ich hier mein Tarp, habe ich noch eine weitere Isomatte mit eingeschlagen, damit die trocken bleibt. So, das war der Kompressionssack Nummer 1. In dem zweiten Kompressionssack habe ich dann noch Ersatzwäsche dabei. Wäsche kann das ruhig ab, finde ich. Ja. Dann wollen wir mal weitermachen mit dem Deckelfach. Kleines Radio darf meiner Meinung nach nicht fehlen. Dann habe ich hier eine Stirnlampe noch dabei, eine ganz billige, einfache. Hat den Vorteil, da passen normale Mikrobatterien rein. Es ist keine Elektronik drin, nichts. Die verträgt es auch mal, wenn sie mal nass wird. Dann habe ich hier noch eine starke Taschenlampe dabei. Und eine weitere Lampe mit Diffusor. Die nehme ich aber nur mit,
weil ich auch meine Kameraausrüstung mitnehmen möchte und die benutze ich halt als Kameralicht. So, das war dann hier oben auch schon wieder alles. So, als nächstes wollen wir weitermachen mit dem Hauptfach. Da ist gar nicht so viel drin. Das meiste, den meisten Platz nehmen die Schlafsäcke ein. Ich habe da zwei Stück dabei. Weil, falls es mal richtig kalt wird noch, habe ich hier einmal einen Sommerschlafsack. Zumindest, ich sage einfach mal, das ist ein Sommerschlafsack. Das ist der Miltec Kommando Schlafsack. Im Sommer ist der einwandfrei. Für den Winter ist er ein bisschen sehr dünn. Aber ich benutze den in dem anderen Schlafsack als Inlet. Und somit denke ich, wird es schön warm und mollig. Und dann habe ich hier noch eine Plane. Das ist eine kleine 1,50 x 1,50. Die werde ich mir unter das Zelt legen, um den Zeltboden ein wenig zu schonen. Hier Ersatzwäsche in dem Kompressionssack. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Eine Isomatte, eine aufblasbare Isomatte ist das. Und der größte Teil, wie ihr sehen könnt, der Winterschlafsack. Ich nenne es jetzt einfach mal Winterschlafsack. Es ist der US Army Cold Weather Schlafsack. Gebraucht, gekauft. Den hier habe ich vor 3 Jahren gekauft. Ich habe noch einen zweiten davon, der ist nicht ganz so lang. Da ist das Kaufdatum nicht ganz so lange her. Also bis jetzt hat er mich nicht im Stich gelassen, wobei die eine Nacht, wo ich auf dem Campingplatz war, zu einem Forentreffen, ich glaube da waren minus 4 Grad, da fröstelte es mich schon so ein bisschen. Ja gut, momentan haben wir in den letzten Tagen nachts Temperaturen so um die 0 bis 5 Grad. Dafür ist ja auf jeden Fall ausreichend, falls doch noch schlecht Wetter kommt, in Anführungsstrichen, habe ich dann noch den anderen Schlafsack als Inlet. Ja, das war's soweit. Ja, ein paar Spanngurte, ich habe die extra lang gelassen, damit die auch noch anderweitig verwendet werden können. Zum Beispiel um das Tarp vernünftig zwischen zwei Bäume zu spannen oder ähnliches. Man kann ja nie wissen, was kommt. Ein paar Karabiner können auch nie schaden. Ja, dann will ich jetzt erstmal hier wieder den ganzen Kram soweit einpacken. Und dann gehe ich erstmal aufs Essen drauf ein. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem Essen. Da ich zum größten Teil zum Essen eingeladen bin, ist das Essen diesmal ein wenig schmaler ausgefallen, was ich mitnehmen möchte. Ich fange mal an, ein bisschen Dosenbrot, weil mir schmeckt's. Dazu Frühstücksfleisch aus der Konserve. Ja, haue ich eigentlich locker an einem Frühstück weg. So,
Dann darf es nicht fehlen, die Erbswurst. Ist leicht und schnell zubereitet. Schmeckt, macht warm, gibt Kraft. So. Einmal Mittagessen habe ich mir die Barbecue-Bohnen von Heinz eingesteckt. Einfach nur genial. Einen kleinen Joke habe ich mir gegönnt. So ein Tracking-Burger. Aus der Dose. Soll sehr gut sein. Ein bisschen wenig, finde ich, aber ich will es testen. Dann das übliche, ein Freizeitmacher, der hier schon ein bisschen betagter. Muss man mal testen, wie lange die noch genießbar sind, wenn sie abgelaufen sind. So. Das war das. Dürfte eigentlich reichen. So. Vielleicht kommt noch eine Salami dazu. Mal überlegen. Das war das Essen. So, für die Hygiene morgens und abends grundsätzlich nehme ich immer Taschentücher mit. Und ganz wichtig, auch wenn man unterwegs ist, Toilettenpapier, ein bisschen Deo, Duschgel finde ich relativ wichtig. Wie gesagt, ich gehe auf den Campingplatz. Zahnbürste, Zahnpasta. Passt wunderbar in so eine Tasche von meinem elektrischen Rasierer. Na, Schleicher? Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja, die Tasche ist auf jeden Fall etwas um einiges kleiner als ein normaler Kulturbeutel. Ist von meinem elektrischen Rasierer. Erste-Hilfe-Kit ist ein Standard-Kit, was wir gekauft haben. Und ja, außer den Standardkram, der da drin ist. Wobei die Scheren, die kann man ja sowieso vergessen. Und noch ein bisschen eine Pflasterrolle, da gehe ich dann auf einem anderen Video drauf ein. No, mein Medikit. Ja, also ganz wichtig, was ich auf jeden Fall mitnehme, eine ordentliche Mütze. Ihr seht, ich habe nicht viel, so viele Haare auf dem Kopf. Dann sowieso meine Arbeitshandschuhe für den Winter. Machst du die Tür auch wieder ran? Danke. Und dann möchte ich mal gucken, ob eine Kombination aus den Neoprenhandschuhen und diesen Motorradhandschuhen, die hier auch noch eine Verstärkung mit drin haben. Mal sehen. Ob das passt und ob man sich damit wohlfühlt. Und das, was sich bewährt, was sich nicht bewährt, das fliegt raus. Ja, und dann will ich Folgendes testen, da ich ja ein relativ kleines Zelt habe und ja, große Zeltheizung oder so brauche ich nicht oder kann ich nicht verwenden, weil
ist ein bisschen sehr hohe Brandgefahr. Habe ich hier mir eine ja, Laterne für Teelichter besorgt und will mal gucken, ob es möglich ist, einmal das Zelt ein wenig wärmer zu kriegen, damit es, beziehungsweise zumindest, dass die Kondenswasserbildung nicht so hoch ist in dem Zelt. Bei niedrigen Temperaturen hab ich grundsätzlich immer ein Problem damit. Die Teelichter, das sind keine Standard-Teelichter, die sind etwas höher, brennen dafür aber bis zu 8 Stunden. Also eine gute Nacht lang. Ja, was nehme ich sonst noch als, mit? Ersatzwäsche. Also, ich sehe in vielen Videos, dass die Leute ja, ihre Trekking-Touren machen, ohne großartig Ersatzwäsche mitzuhaben. Also zumindest einen zweiten Satz. Oder sie erwähnen es nicht, sind sich zu fein dafür oder sowas. Ich weiß es nicht. In dem Kompressionssack habe ich einen kompletten zweiten Satz Wäsche dabei. Was ich mitnehme, zeige ich euch jetzt. Na. Wo sind sie denn? Da. Zack. Zack. So. Wie ich schon erwähnte, ich gehe auf den Campingplatz, auf ein Forentreffen und da gibt es natürlich Duschen und den Luxus lasse ich mir dann nicht nehmen. Also ein Handtuch. Wichtig sind immer trockene Füße. Socken. Ich benutze keine speziellen Socken. Also ich bin eigentlich bis jetzt immer gut gefahren mit dem, was ich habe. Im Notfall habe ich mir hier noch so ein paar Stricksocken eingepackt. Die da drüber gezogen und ihr geht kaputt da drin. Luxus, kleines Handtuch noch. Ja. Unterwäsche, auch nichts Besonderes. Einziger, wo ich total drauf schwöre, sind diese T-Shirts. Kennt ihr wahrscheinlich. Das sind die Bundeswehr-Tropen-T-Shirts. Die sind in Anführungszeichen gefüttert, die sind zweilagig. Gibt es von Leo Köhler. Das hier hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Wie ihr sehen könnt, ist auch schon ein paar Mal gewaschen worden. Also Sommer wie Winter, ich schwöre drauf. Die sind einfach klasse. Die halten die Haut immer schön trocken. Und ich persönlich friere dann halt nicht so schnell. Davon nehme ich immer zwei Stück mit. Bin ja am Wochenende unterwegs. Dann habe ich hier noch diese langen Unterhosen. Die sind ja mit Plüsch innen drin. Sehr angenehm zu tragen, halten wunderbar warm. Ich habe damit mal eine Abendtour gemacht, sage ich mal. Bei, was waren das? Minus 10 Grad, glaube ich. Ich hätte sie weglassen können. Ich schwöre drauf, also gibt bestimmt besseres, leichteres, dünneres Material, aber das ist preis-leistungsmäßig das Beste, finde ich. Falls eine nass wird, nehme ich noch eine zweite davon mit. Man kann ja nie wissen, vielleicht falle ich an den See oder so. Und eine Ersatzhose. Ich stehe einfach auf diese Leo Köhler Hosen. Trage ich schon seit zig Jahren. Also nicht immer die gleichen. Aber ich kaufe sie mir immer wieder. Sie halten lange.
sind strapazierfähig, alles was ich will. Auch Preis-Leistung super. So, noch ein weiteres Paar Stricksocken, falls eins nass wird, immer ein wenig Redundanz dabei. So, dann will ich das jetzt weiter wieder einpacken und jo, dann soll es das auch schon soweit gewesen sein. Zum Schluss nochmal, was nehme ich mit an Getränken? Habe ich hier noch eine Tüte Instant Cappuccino. Da habe ich mir hier so ein paar Kaffeepads eingeschweißt. Sind soweit auch Aroma dicht. Diverse Tees. Mein Lieblingstee, der Apfeltee. Damit ich immer was Heißes zu trinken habe, beziehungsweise Kaffee am Morgen. Ganz wichtig bei mir. Ja. Ansonsten nehme ich mir noch 2 Flaschen Wasser mit. Eine Flasche Wein zum Anstoßen. Ja. Das soll es dann an Getränken gewesen sein. Jo. Ich habe eben diesen Wasserkessel, den Kessel hier erwähnt. Er ist ganz praktisch, da kann man den Kram dann auch mit reinpacken. Und alles hat seinen Platz. Passt sogar noch mehr rein. Deckel drauf. Dann habe ich hier so ein dickes Gummi rübergezogen. Fertig. Oh, wie erwähnt, wollte ich meinen Spirituskocher mitnehmen. Den habe ich immer in so einer Gürteltasche drin. Die schnalle ich mir dann einfach um den Rucksack um. Hat den Vorteil, dass ich schnell Zugriff drauf habe, dass ich mir... Habe ich auch schon gemacht an einem kleinen Klitschenbahnhof, wo ich auf den Zug gewartet hatte, mir einen Tee kochen kann. Dabei habe ich dann meine extra Brennstoffflasche. Feuerzeug, ist klar. Wasserfilter. Und falls ich spät abends irgendwie noch unterwegs bin, auf, wenn ich über eine Landstraße oder so laufen sollte, habe ich dann noch so ein Blinklicht, damit ich ein bisschen auf mich aufmerksam machen kann. Dafür habe ich dann noch Ersatzbatterien dabei. Für den Wasserfilter den Beutel und meinen Kocher. Ja, ich habe euch diesen Kocher schon gezeigt. Da habe ich schon, als er ganz frisch und neu war, ein Video drüber gemacht, über meinen kleinen Chinesen. Ja, wie ihr seht, ich habe ihn inzwischen etwas gebraucht. Sieht nicht mehr ganz so neu aus, hat sich inzwischen auch also, diese Topfauflage ein wenig verzogen. Aber er funktioniert. Er funktioniert einwandfrei. Na gut. Da kann ja nicht viel mit passieren im Endeffekt. Der wird es auf jeden Fall sein. Vielleicht nehme ich noch einen Benzinkocher mit. Meinen kleinen Russen. Habe auch schon ein Video darüber gemacht. Genau. Und ja, mal gucken, was sich bewährt, was ich dann in meine Liste aufnehmen kann und was dann weggestrichen wird. So Leute, das Wintercamp kann kommen. Gepackt ist alles, ich will nicht wissen, was es wiegt. Insgesamt habe ich 3,
knapp 4,5 Liter Getränke dabei, die hoffentlich dann auch leer werden. Ich denke mal, mit dieser Ausstattung bin ich bis minus 10 Grad, ja, gut aufgehoben. Also, unten in die Kommentare rein, was ihr verbesserungswürdig empfindet. Und ja, ansonsten gebt mir mal bitte einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Ja, ich wünsche euch noch was. Das nächste Video wird dann aus dem Wintercamp sein. Also, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Tschö.